Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur heutigen Breaking News Ausgabe. Freunde, es ist mal wieder Zeit, denn es hat sich heute Nacht etwas ergeben. Und zwar wurde bekannt, dass bei New Japan Pro Wrestling der gute, allseits bekannte Dean Ambrose mit am Start sein wird, denn er ist nämlich nicht nur bei All Elite Wrestling aufgetaucht dieses Wochenende bei Double or Nothing, sondern Dean Ambrose aka Jon Moxley hat jetzt auch bekannt gegeben, beziehungsweise New Japan hat auf deren eigenen YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, wo bekannt gegeben wurde, dass Jon Moxley am 5.6. in diesem Jahr bei New Japan Pro Wrestling debütieren wird. Und damit geht die Riege weiter für Dean Ambrose. Seine Zeit nach der WWE geht auf jeden Fall steil, muss man sagen. Denn der macht halt alles, was er kriegen kann. Der hat also richtig Bock, auch zu wresteln, aber halt nicht mehr für die WWE. Also hier doch eigentlich ein bisschen komisch, dass die WWE ihn, obwohl das bekannt ist, denn so gut halt irgendwie rauslässt aus dem Vertrag, beziehungsweise dass sie ihn denn noch so gut dargestellt haben in den letzten Tagen, nochmal das letzte Ding mit The Shield machen und sowas, ist halt schon ein bisschen eigenartig, aber okay, sie konnten es nicht verhindern und Dean Ambrose, also Jon Moxley, macht weiter mit seiner Tour durch die anderen Wrestling-Promotion und ist dann also jetzt auch bei New Japan Pro Wrestling. Ist halt alles geil, muss man halt einfach mal auch so sagen. In den Ankündigungsvideo von dem hat man ihn in so einer Bar gesehen, hier so sah das aus. Und dann kam so nach und nach immer raus, dass es sich hier um Jon Moxley handelt. Dann zum Schluss hier daraus hin irgendwie das Logo gebaut, umgedreht. Wir haben ein M, wir haben ein O, wir haben ein X drin und da haben wir dann Jon Moxley, Freunde. Das ist sehr, sehr nice auf jeden Fall gemacht und ich finde es eine ziemlich große Nummer und auch wieder ein Teil eigentlich als Statement gegen die WWE. Und das ist ja alles immer recht interessant, muss ich sagen. So viel auf jeden Fall zu dieser News. Seid da also bereit. Ich habe New Japan Pro Worlds, New Japan Wrestling's World noch. Das ist quasi wie das WWE Network, nur von New Japan. Ich habe das noch. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall die Veranstaltung dann auch geben, die dann auch ist. Und Freunde, das wird also sehr, sehr cool. Das ist nämlich das Super Junior 26 Final Gedöns, irgendwie sowas. Also die Namen von den Shows komme ich immer nicht klar. Beziehungsweise macht New Japan so viele Shows, manchmal tagelang am Stück. Da weiß ich gar nicht, was da los ist. Aber gut, ich finde es auf jeden Fall cool und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Aber ich wollte es jetzt auch als Breaking News raushauen, weil ich mir dachte, die nächste News ist am Donnerstag und bis dahin will ich euch auf jeden Fall dann informieren. Und deswegen Daumen nach oben und Abo dalassen und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. All Elite, Double or Nothing Review kommt übrigens auch gleich.